mit an seiner Seite Richard Geier. Die Zeit im Lauf eben 75,29 Sekunden. Und jetzt aber der Blick auf den Lauf Nummer 8. 21,21 nach wie vor unentschieden und die Anerkennung, dass Daryl de Vries sportlich fair die Maschine aufgehoben hat, der Lauf zu Ende gefahren werden konnte, aber das erfolgreiche Paar der Wölfe ist wieder am Band. Sebastian Urmeck und Christian Hegebrock. Sebastian Urmeck schaut nochmal, aber jetzt rollt er heran. Innen steht Tobias Kroner mit dem roten Helm auf Startbahn 1. Auf der zweiten Bahn mit dem gelben Helm von den Wölfen Christian Ebenrock. Dritte Bahn Richard Geier. Den blauen Helm gekennzeichnet. Und außen Sebastian Urmeck. Wölfe am Start. Sebastian Urmeck, 2 Punkte, einen Punkt, die 13, Christian Hefenbrock und bei Richard Geier 0, also hier 3:3 und das heißt erst einmal weiterhin ausgeglichen 24:24. Die Zeit